noch kommt die Sonne nicht so wirklich raus. Schauen wir mal, ich hoffe noch, dass es ein bisschen besser wird. An ein paar Stellen spitzt jetzt wenigstens schon mal blauer Himmel raus. Und eine weitere Sache, die ich zum ersten Mal ausprobiere, ich habe ein Lavalier-Mic statt diesen großen Puschel auf der Kamera drauf. Damit ist die Kamera ein bisschen unauffälliger. Vielleicht schäme ich mich dann in der Öffentlichkeit ein klein bisschen weniger. Mal schauen. Eben hat es ein klein bisschen genieselt, das ist jetzt allerdings wieder weg. Es sieht wahrscheinlich von den Farben her einigermaßen kalt aus, aber ich bin in kurzer Hose und T-Shirt und schwitze trotzdem jetzt schon wie ein Schwein im Sitzen. Gut, mag dran liegen, dass ich so fett bin, aber ganz so viel schwitzen müsste dann doch nicht sein. Michaela war gerade unten schon am Strand, hat die Füße ein bisschen ins Wasser gereckt, meinte aber, zum Schwimmen ist es ihr zu kalt. Ich plane aber sehr wohl, dass ich die Woche einmal ins Wasser reingehe. Das muss sein. Stackst die Michaela durch den schwarzen Sand. Ach je, je. So schöne kleine Details, die man hier sieht, finde ich ja total witzig, wie zum Beispiel da das Wasser. Wenn man so leicht durchsieht, aber nicht ganz. Aber sieht halt einfach geil aus, ne? Michaela ist schon wieder unterwegs und ich komme kaum hinterher. Ich ständig irgendwo mit der Kamera rumhänge. Aber das Ganze ist jetzt eh schon besser geworden. Ich muss mal schauen, wo ich hin. Das Ganze ist schon wesentlich besser geworden als sonst, weil ich endlich auf den Till gehört habe. Vor über einem Jahr hat der Till mir so einen Clip für den Rucksack empfohlen, wo ich die Kamera einfach einhängen kann. Und irgendwie habe ich immer wieder daran gedacht, dass ich mir so eins besorge, aber dann letztendlich nie bestellt. Und jetzt ist es endlich soweit. Für den Urlaub habe ich mir eigentlich so ein Ding gegönnt. Und es ist genial. Man hat einfach wahnsinnig schnell die Kamera bei der Hand und genauso schnell auch wieder weg. Und dann kann man sie da einfach baumeln lassen und vergessen, muss nicht rumschleppen, nicht ständig einen Rucksack aufzumachen. Top Sache, Till. Sonne! Sonne kommt gerade das erste Mal raus. Yeah. Wird heute garantiert noch ein schöner Tag. Die Wetter-App sagt ja, dass es heute sonnig werden soll, aber ich vertraue den Apps ja nicht sonderlich. Es freut mich jetzt, dass ich die Ecke wieder gefunden habe hier. Da war ich mir nicht so ganz sicher. Und ich da noch, das, hier hinter geht es in so ein, über so eine ganz kleine Gasse. Total versteckt, nichts angeschrieben. Der einzige Hinweis, dass es eine Sackgasse ist. Werden wir die Tage nochmal hier in die Richtung kommen, weil gegenüber von dieser Gasse da oben ist der Eingang zum Loro-Park. Und Loro-Park ist ja irgendwie einer der größten Parks Europas, also Tierparks. Wenn wir mal reingucken, also wenn man da so hinterschaut, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da sieht man, oh, das ist gemein, da fliegt einer mit der Drohne. Der Mann, den ich beneide. Hat seinen Mavic Pro dabei. So, jetzt schnappen wir uns die Linie 345 und da geht es nach Orotava rauf. Dort werden wir eine kleine Wanderung heute noch machen. In der Hoffnung, dass wir nicht total im Nebel stehen. Wenn man nämlich so Richtung Berg rauf schaut, dann sieht es so aus, als ob da alles noch in den Wolken hängt. Aber hier unten hatten wir jetzt auch Glück mit dem Wetter, von daher einfach mal ein bisschen hoffen. Das ist wirklich eine total praktische Sache hier. Entlang dieser Straße, diese ganzen grünen Busse, das sind quasi die öffentlichen Verkehrsmittel.
und die gehen alle paar Minuten. Rumpf kommt oft, hat sich jetzt rausgestellt, der Bus, also die Linie, geht nicht bis dorthin, wo wir hin wollten. Und der nächste geht erst in einer Stunde, das haben wir jetzt gesagt. Da warten wir nicht, wir machen es jetzt auf der Skybar am Pool bequem und lassen den Tag ausklingen. Schauen wir mal, vielleicht morgen. So, waren wir noch ein klein bisschen schwimmen, mittlerweile wieder im Zimmer, alles gut verlaufen, Wetter war schön genug, offensichtlich auch schön genug, um sich einen kleinen Sonnenbrand einzufangen. Richtiger Sonnenbrand in dem Sinne ist es nicht, es ist eine leichte Rötung. Ich werde ja an sich irgendwie nicht braun, sondern bei mir wird die Haut immer gleich nach wenigen Sekunden bis 3 Minuten schon so leicht rötlich dann am Abend. Wird aber dann in den Folgetagen schön braun. Ich bin da ein bisschen arg empfindlich. Muss halt die nächsten Tage auch darauf achten, dass ich ein bisschen Sonnenschutz brauche, weil obwohl die Sonne nur zwischendrin rausspitzt, ist sie schon sehr kräftig. Ja. Schade, dass das mit der Fahrt rauf nach La Caldera nicht funktioniert hat. Morgen werden wir höchstwahrscheinlich erstmal in diesen Loro Park fahren. Das heißt fahren, gehen. Und schauen, was wir dort so alles zu sehen bekommen. So Delfinarium und allem drum und dran, was da so dabei ist. Und ja, Wetterbericht sagt, die Tage danach sind sehr sonnig. Vielleicht wagen wir uns dann in die Berge. Ich hoffe so. Also für heute war's das. Ciao.